Hallo Leute, willkommen zurück zu Prince of Persia: The Two Thrones. Wir sind in Part 20 angelangt. Das letzte Mal hatten wir hier unten unser nettes Rennen mit dem Moby Dick, passt jetzt in diesem Fall nicht mehr, wir hatten ja schon einen. Ja, mit so einem ähnlichen Vieh wie aus dem Vorgängerteil. Mensch, ich habe jetzt gerade noch was entdeckt hier. Das gibt's ja nicht. Ob das hier wohl wieder zu einem Versteck führt? Ich hoffe doch. Also, das habe ich jetzt wirklich gerade einfach nur entdeckt. Und ich hoffe, dass uns das wirklich dazu führt. Ich habe jetzt nichts irgendwie ausprobiert oder so. Yay, und es ist wirklich so geil. Na, dann saufen wir wieder mal auf die Wette. Und machen wieder schön Randale. Aber zuerst... Och, nice. Ich muss also von der Seite gehen. Ja klar, wir haben nichts Besseres zu tun, oder? Nett. Och, geil. Und das ohne irgendeine Verletzung. Aber das war diesmal richtig. Ich muss sagen, das hatte schon... War schon schwieriger. Als sonst. Also, das war jetzt auch wirklich, ich sag jetzt mal, reines Glück, dass ich das beim ersten Mal gleich geschafft habe. Und wir sind auch wenigstens da rangekommen. Das heißt, ich werde auch gleich wieder speichern. Denn... Das will ich nämlich für den Fall eines Crashes oder so, was ich bis jetzt in dem Spiel noch nicht hatte. Aber das will ich ungern nochmal machen. In diesem Fall sind die Kameraeinstellungen auch richtig gut gewesen, muss ich mal so sagen. Weil man hat schön alles gesehen. Es hat nicht so geruckelt. Und da sind wir wieder durch. Gut, dann speichern wir das wieder. Soll ich nächstes Jahr? Ja, genau. Eine gute Stelle, um nächstes Mal weiter zu erzählen. Die hatten wir schon mal. Gut. Hui. Ja. Toll. Sind wir wieder oben. Und ansonsten ist erstmal nichts. Da drüben müssen wir hin. Nicht abrutschen hier. Den würde ich mich gar nicht toll finden. So. So, wir haben eine Zweitwaffe noch und es... Oh, hier ist schon wieder ein Speicherpunkt. Dann werde ich ihn doch gleich nutzen, weil ich habe das Gefühl, dass uns... Soll ich hier fortfahren, wenn ihr zurückkommt? Ja, ja, sollst du machen. Ich habe das Gefühl, hier wird gleich wieder was passieren. Aber sonst wäre doch hier jetzt unmöglich. Sonst ist er hier wohl. Das war mein geiler Kampf. Also Speedkill ja eher. Der war richtig nice. Was? Ich nehme einfach seine Waffe mit. Die sieht irgendwie toll aus. Und vielleicht hält es auch ein bisschen was aus. Und da haben wir auch unseren letzten Sandbehälter wieder voll. Das ist nur die Frage, wofür brauchen wir... Oh, jetzt beginnt's wieder. Das, was ich gerade so hoch gelobt habe, wird jetzt zu einer Tortur. Okay, so komme ich da jetzt nicht hoch. Also wenn ich da hinkomme. Also ich gehe jetzt nochmal hoch. Mal schauen, vielleicht fällt mir da was ein. Nee.
Nein, verdammt, jetzt habe ich natürlich einen kleinen Fehler gemacht. Ich wollte eigentlich nur da oben drauf sitzen. Ah, da kann ich irgendwie rüber springen. Da ist ein Sprungbrett. Da ist ein Sprungbrett von dort. Ich muss aber, glaube ich, irgendwie hier hoch. Oder ich muss erstmal dort rüber. Ja, ich muss erstmal darüber. Ah, ich habe eine Idee. Nein, nicht hoch. Noch nicht. Musst du dich gedulden, mein Prinz. Genau, dahin. Jetzt renn um dein Leben. Nice! Die Kehle aufgeschnitten. Was passiert jetzt? Und wie lange hält das? Ha, wusste ich's doch. Es hält nicht lange. Aber für sowas reicht's allemal. Gut. Was da immer kommt, das finde ich immer wieder lustig. Also diese Geräusche. Naja. Seine Stöhngeräusche nenne ich jetzt einfach mal. Oh. Mensch, die Stadt sieht echt im Arsch aus. Jetzt kommt da bestimmt eine Videosequenz. Wusste ich's doch! Was ist geschehen? Diese Leute sind offenbar in Gefahr. Oh. Du kannst ihnen ja mal so helfen. Aber ich wette, die haben trotzdem Angst vor dir. Wie passend. Ein brennendes Gebäude mit hilflosen Menschen, die nach Rettung winseln. Was meint ihr? Das klingt nach einer Falle. Lächerlich. Ach ja. Wenn ich als wildgewordener Sandgott dich töten wollte und dabei schon zwei meiner Hauptmänner nun, ich wäre genug, weniger direkten Weg zu nehmen und dein Mitgefühl auszunutzen. Falle oder nicht, ich werde gebraucht. Das wird nichts Gutes. Gut, der ist auch draufgegangen. Ah, und der hat mir sogar Sand wiedergegeben. Finde ich supi. Jetzt heißt es wieder überlegen und nachdenken. Das ist jetzt, was ich gerade irgendwie wieder so gar nicht drauf habe. Könnte ich darüber? Nein. Also das geht nicht. Ich spüre jetzt natürlich so weit wie möglich zurück. Ah, da ist wieder ein Litter. Ach, da habe ich es auch glatt übersehen. Verdammt. Oh, netter Kill. Ach, verdammt. Ja, genau. Hol's dir, hol's dir, hol's dir, hol's dir, hol's dir. Nett. Also ich habe mich auch keine Zeit, mich um euch zu kümmern. Ja, vielleicht doch, aber erstmal zerstören wir die jetzt noch, weil wir das wieder voll haben. So, genau, jetzt muss ich das Ding runterkriegen. Ach, da. Diesmal waren wir ja vorbereitet. Thank you.
direkt wieder los. Schön ins Gesicht. Oh, ich liebe diesen Kill. Oh, verdammt. Natürlich trotzdem. Verdammt. Ah, wie gut, dass ich ihn gekriegt habe. Das ist das Geile an Junior. Weil man dann einfach sofort seine kompletten Leben wieder zurückbekommt. Das finde ich einfach nur awesome. So, und was macht dieser nette Hebel? Der erhöht wieder. Ah ne, erstmal was ganz Wichtiges. Auffüllen. Ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Sachen, die wir hier in diesem Spielchen machen können. Jetzt geht's so richtig ab. Mal schauen, was wir jetzt doch alles in diesem Part alles schaffen können. Und damit sind wir auch wieder normal. Das ist doch super gelaufen für dich, also. Wir sind leicht durch die Gegner reingekommen. Auch wenn es eine Erwürgende extrem lange gedauert hat. Ach da. Gut. Aber ich würde mal gern so einen Punkt da, also diese Teleporter, würde ich echt gern mal als ich muss mich beeilen, hineinzukommen. Als Sandtiny sehen. Das könnt ihr vorerst auf eigene Faust machen. Ich halte mich am besten daraus. Oh, toll. Jetzt muss ich natürlich überlegen, der steht da. Ich muss es wahrscheinlich darüber dann. Dafür. Deswegen muss ich jetzt gucken, ob ich vielleicht da irgendwie rüberkomme. So natürlich nicht. So auch nicht. Ich frage mich, wie lange der zu stehen bleibt, weil... Na, war doch klar, dass er sich jetzt nämlich gleich umdrehen wird. Weil wenn nicht, kriegen wir es vielleicht auch so noch hin. Oder ich mache das, versuche das mal mit Slow Motion. Egal. Ah, super, er ist draufgegangen dabei. Gut, dass man doch so langsam auch mal mit dem... Verdammt, die Waffe ist schon wieder am Arsch. Na,
Egal, wir machen mal unsere altbewährte Technik. Rüberspringen und zweimal draufkloppen. Jetzt auch getan. Jetzt geh aus. Ah, das lief gerade richtig gut, ey. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ach du Scheiße, ich hätte mich... Wir hätten da hinkommen können. Komm. Sag mir, hier gibt's noch einen. War doch jetzt aber bitte schön der letzte. Mensch, ich habe mich schon gefragt, warum das nicht passiert. Haben wir es erhalten mal wieder? 200 Sandkredite. Wow, es wird immer mehr. Ich habe keine Ahnung, ob ich die wirklich mal nutzen soll. Jetzt überlege ich aber mal. Wäre ich so da rangekommen? Na, ja, fast. Ah, so hätte ich mich jetzt hier ran. Soll ich jetzt mal gehen können? Ah ja, dreh dich. Wie, der kann ja gar nicht mal schwingen. Das ist ja langweilig. Ach, dann hätte ich so hier gegen. Aber ich hätte, dann hätte er mich gesehen. Und da kommt er auch nicht hin. Na gut. Genug damit und... Ich würde echt gern wissen, ob man damit vielleicht doch nochmal was machen kann, weil die stehen einfach jetzt nur noch sinnlos in der Gegend rum. Aber anscheinend nicht. Und ich wette, das Ding bewege ich gleich. Es bewegt sich doch gleich, das sieht doch schon danach. Oh, doch nicht. Mann, der Sand war mal zu was gut. Und da ist auch unser Ende des Partes, ne? Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ja doch recht gute Sachen hinbekommen. Aber erstmal gucken. Schade. Komm, ein bisschen Sand. Ja, Sand. Super. Wenn das nächste Mal voll. Ja, ich... Wir haben doch recht viel noch an dem Part gemacht, hier im Part 20. Soll ich nächstes Mal an dieser Stelle weitererzählen? Gut. Ja, dann sind wir das nächste Mal in der Manufaktur. Sieht ja schon danach aus hier. Sieht auch, ist auch geil gemacht hier irgendwie. Ja. Und hier sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Ciao, ciao.